Hallo meine Freunde und herzlich willkommen. Ich darf euch begrüßen und zwar heute zu Meta Aktuell. In diesem Format wollen wir uns jetzt für jede Lane die besten Champions der aktuellen Meta anschauen. Wichtig hiernach wird nicht nach purer Winrate gegangen, sondern wirklich welcher Champion overall am besten dort ist. Die Season endet bald und ich denke viele von euch wissen gerade gar nicht mehr, was wirklich Meta ist. Deswegen kommen diese Champions vielleicht gerade recht, um jetzt nochmal Silber, Gold, Platin oder Diamant erreichen zu können. Wichtiger Punkt ist, ich werde für jede Lane bzw. für jeden Champion Beispielbuilds einblenden. Wie gesagt, das sind nur Vorschläge. Fangen wir an und zwar mit der Top-Lane und hier haben wir als ersten Champion den guten Urgot. Ja, Urgot, wir sehen seine Winrate, die ist auf jeden Fall nicht schlecht, ist jetzt im letzten Patch ein bisschen runtergegangen. Urgot, ein Champion, der auf jeden Fall gerade auch auf den Worlds sehr, sehr viel gespielt wird. Er hat sehr viele gute Matchups auf der Top-Lane, ist so ein Bruiser-lastiger Champion, das heißt, ihr habt einen Champion, der ist nicht Full-Tank, er ist sehr, sehr tanky, kann aber auch sehr gut Schaden verursachen. Ihr habt also definitiv Möglichkeiten, euren Gegner zu outplayen. Vor allem, wenn der mal nicht so wirklich weiß, wie Urgot funktioniert. Und das, meine Freunde, ich meine, in letzter Zeit sieht man ihn tatsächlich öfter. Aber viele wissen wirklich nicht, was man gegen Urgot so richtig tun muss. Da muss ich mich selber mit ein bisschen einschließen. Denn ich habe letztens gegen ihn in der Mitte gespielt und ich war komplett überfordert. Das heißt, hier habt ihr gute Möglichkeiten, ihn noch so ein bisschen zu abusen. Ist relativ einfach zu spielen. Ihr müsst halt schauen, dass ihr eure Ultimate landet, aber ansonsten definitiv solider Pick. Weiter geht es dann und zwar direkt mit Xion. Auch Xion wird gerade auf den Worlds extrem viel gespielt und man sieht auch seine Playrate, ich denke, das kommt auch durch die Worlds, geht von Patch zu Patch immer weiter nach oben. Dieser Champion geht natürlich eher in die Full-Tank-Variante, lässt sich aber gerade mit ein bisschen Mask ein bisschen weiter noch in den Damage-Bereich drücken. Das heißt, ihr habt Möglichkeiten, Schaden zu verursachen, ihr habt auch, obwohl ihr Full-Tank geht, gute Möglichkeiten, euren Gegner auf der Top-Lane zu töten. Und das ist Xions größte Stärke, ihr könnt halt im Late-Game permanent Gegner catchen mit seiner Ultimate. Ihr könnt also permanent ulten, die hat glaube ich wirklich 30, 40 Sekunden Cooldown im Late-Game. Und dadurch habt ihr natürlich viele Möglichkeiten, euer Team voranzubringen. Denn auch so eine Xion-Ult auf die Botlane ist keine schlechte Idee. Den letzten Champion, den wir hier oben haben, das ist der gute Jax. Und ich denke, der kommt den ein oder anderen bekannt vor, habe ich hier erst ein Video drüber gemacht. Auch hier sehen wir, dass seine Winrate ebenfalls ein bisschen nach unten geht. Das heißt, Toplane aktuell etwas am struggeln, aber das sind definitiv trotzdem die allerstärksten Champions der Toplane. Jax ist natürlich im Gegensatz zu den anderen beiden Champions eher so diese Solo-Carry-Variante. Allerdings braucht ihr hier halt wirklich einiges an Items und ihr müsst erstmal so ein bisschen hochfahren, bis ihr wirklich Power habt. Weiter geht's dann direkt mit dem Jungle und auch hier haben wir als erstes Jax. Jax im Jungle noch deutlich stärker als auf der Top-Lane, denn hier habt ihr nicht unbedingt dieses schlechte Early-Game. Klar, euer Jungle-Clear ist nicht der geilste, aber hier hat man, wenn man Situationen sieht, die Möglichkeit mit Level 2 sogar schon einen Gank zu machen und nicht gerade schlechter Gank, muss man sagen. Aber auch hier natürlich braucht Jax Items, das heißt, ihr müsst so ein bisschen in die scalende Variante gehen, habt aber dafür einen sehr, sehr guten Late-Game-Carry-lastigen Jungler. Wer direkt komplett rasieren will, der sollte sich auf jeden Fall Kha'Zix gönnen. Denn Kha'Zix wurde ja erst gebufft und seitdem ist seine Winrate und Playrate beides enorm angestiegen. Und wenn beides hochgeht, dann kann man sagen, der Champion ist nicht allzu schwer zu spielen. Gerade im tieferen Elo-Bereich, wo die Gegner permanent ohne Vision spielen und auch permanent overextenden, könnt ihr einfach mit Mobi-Boots zur Top-Lane rennen, zur Mid-Lane rennen, zur Bot-Lane rennen und überall dauernd Kills abholen. Und die machen den Fehler halt nach wie vor immer und immer wieder. Ja, das heißt, ihr müsst nur die Kills einsammeln. Ist super easy. Wichtig bei Kha'Zix ist, dass man das Game halt so ein bisschen schneller beendet und nicht zu viel throwt. Und für die Leute, die sich gerne ein Zwischenstück wünschen, die nehmen einfach Graves. Klar, jetzt seht ihr erstmal die Winrate und denkt, die geht ja ordentlich runter. Bei einer Playrate von 10% ist das immer noch okay. Und Graves ist definitiv der Champion, der übelst gerne von Elo-Boostern verwendet wird oder von Leuten, die irgendwie, keine Ahnung, richtig hart smurfen wollen. Denn mit diesem Champion könnt ihr richtig zeigen, was ihr könnt. Ja, ihr könnt dem gegnerischen Jungler komplett die Hosen ausziehen, ohne dass er sich überhaupt irgendwie wehren kann. Denn Graves clears seinen Jungle komplett safe. Ihr verliert keine AP im Jungle. Kann dem Gegner komplett outtraden, also gewinnt so gut wie jedes 1v1. Und ihr habt die Möglichkeit natürlich, dass ihr Fernkampfangriffe habt. Auch Ganks sind mit diesem Champion nicht schlecht. Eure Slow-Granate slowt den Gegner komplett weg. Ihr habt massiven Schaden mit euren Out-Jacks, Q und Ult. Und könnt extrem krassen Carry-Build machen, sodass ihr im Late-Game 1v9 gehen könnt. Das heißt, diesen Champion müsst ihr mechanisch natürlich ein bisschen beherrschen. Ist jetzt nicht allzu schwer. Aber sehr, sehr wichtig ist, dass ihr ein richtiges Pathing habt. Das heißt, dass ihr wisst, wo geht ihr wann hin und warum geht ihr dahin. Gehen wir direkt weiter und zwar zu Kassadin. Kassadin wurde in Patch 8.17, man kann es hier sehr, sehr gut sehen, gebufft und seitdem ist er wieder absolut viable.
Kassadin ist vor allem ein Champion für die Leute, die einen mobilen Champion der Mitte möchten und die gerne aus dem Late heraus spielen. Denn genau das ist Kassadin. Ja, du brauchst erstmal einige Items, so 2, 3, 4 Items vielleicht. Also 2 ist wirklich untertrieben, so 3, 4 Items, bis Kassadin richtig ins Rollen kommt. Das heißt, es dauert immer so ein bisschen, aber ab da könnt ihr komplett dominieren und 1v9 machen. Das heißt, wenn ihr auf sowas steht, ist Kassadin eure Wahl. Wenn ihr sagt, ihr wollt doch lieber ein bisschen mehr Early Game Power, dann habe ich hier diesen Champion für euch, und zwar Irelia. Ja, ihre Winrate sieht man, ist komplett horrible. Allerdings kann man daraus, glaube ich, eher schließen, dass Irelia ein doch relativ, ja, ein bisschen mechanisch anspruchsvollerer Champion in der Mitte ist. Playrate ist auch relativ hoch und Irelia Mitte sehen wir immer wieder bei Caps, wie gefährlich diese sein kann, wenn man sie komplett beherrscht. Ihr habt die Möglichkeit, viele Matchups zu gewinnen, outzutraden und komplett wegzustompen und daraus halt das Matchup zu gewinnen. Ich denke, die schlechte Winrate kommt auch so ein bisschen daher, dass wenn du dieses Matchup nicht gewinnst, bist du useless. Das ist sehr, sehr wichtig bei Irelia. Und selbst wenn du es gewinnst und du dann später im Late Game oder Mid Game ein bisschen throws, kann es halt auch sehr, sehr schnell passieren, dass du wieder useless wirst und vor allem kein AP-Damage hast. Das heißt, Irelia solltet ihr schnell spielen und sauber spielen. Dann ist das der richtige Champ für euch. Für die Leute, die wieder sagen, ja, ich möchte gerne was dazwischen haben, das ist die gute Ahri. Ahri wurde jetzt erst ein bisschen genervt, aber hält sich noch definitiv in Grenzen. Und Ahri ist ein aggressiver Champion, den man auch mit verschiedenen Builds spielen kann. Das heißt, gerade aktuell ist ja auch dieser Glacial Frost-Build sehr, sehr im Trend. Und dieser Champion hat natürlich scalende Faktoren. Das heißt, ihr habt immer noch einen CC, das haben die meisten Assassins tatsächlich nicht. Ihr habt aber auch sehr, sehr viel Schaden und sehr, sehr viel Mobility zur Verfügung. Ahri definitiv ein schöner Champion. Wenn ihr mit Ahris Ultimate richtig arbeitet, habt ihr auch extrem viel Outplay-Potenzial, könnt extrem viele Spells dodgen. Und sie ist ein extrem toller Champion. Damit kommen wir zu den AD-Carries. Und bei den AD-Carries ist aktuell vorherrschend Lucian. Lucian, super krasse Playrate, super krasse Winrate. Also definitiv der meistgespielteste AD-Carry aktuell. Gerade ein Champion, mit dem man auch sehr viel an Fahrt gewinnt. Man kann sehr früh das Game für sich entscheiden. Hier besonders gut, wenn ihr mit einem Duo-Q zusammenspielt, der nicht sowas wie Soraka oder Jenna spielt, sondern vielleicht sowas wie Leona oder Alistar oder irgendwas Aggressives eben. Dann ist Lucian euer Mann. Nachteil bei Lucian definitiv sein Late Game, aber auch hier gibt es Aushilfe bzw. Abhilfe, und zwar ist das Kaiser. Ja, Kaiser, schauen wir erstmal die Winrate an, sieht erstmal so aus. Dafür allerdings eine Playrate von 15% und Kaiser ist halt ein Champion, der extrem krass ins Late Game hineinskaliert. Das heißt, viele Games werden hier auch länger gehen und ich denke, die Winrate entsteht vor allem dadurch, du kannst eine 7-0 Kaiser sein, im Late Game machst du aber einfach ab und zu Fehler. Und deswegen sollte man nicht so oft ins Late Game reingehen. Du bist 7-0, machst einen Fehler, gehst dann also 7-1, hast aber durch diesen Fehler schon das Game verloren. Ja, im Late Game passieren halt eben viele Fehler. Dennoch Kaiser ein Champion, der auch im Early Game nicht ganz so sehr wie Lucian, aber definitiv Potenzial hat und auch im Mid Game sehr, sehr stark ist. Sie ist, denke ich, overall mit einer der besten Champions im Spiel, muss man sagen. Denn sie hat einfach alles. Sie hat Mobility, sie hat quasi Sachen, um sich selbst zu verteidigen mit ihrer Ult, die ebenfalls Mobility ist. Sie kann sich unsichtbar machen, sie hat sehr, sehr guten Early Game Damage, sie hat Wave Clear Damage, sie hat Tank Shredder Damage. Dieser Champion hat einfach alles, sogar AP Scaling. AD Carries sind aber sehr, sehr viele gerade viable. Das heißt, was ihr ebenfalls spielen könnt, sind Jhin, Twitch, Miss Fortune und eigentlich auch Ezreal, der sehr viel gespielt wird. Aber hier möchte ich gerne noch abwarten, bis so ein bisschen der Player-Hype wieder abnimmt. Weiter geht es dann zu den Supportern. Hier haben wir als erstes Alistar, auch dieser Champion gerade Worlds extrem bekannt, beliebt, wird fast jedes Game gebannt. Alistar natürlich ein Champion, mit dem ihr sehr, sehr aggressiv spielen könnt. Vor allem mit den AD-Carries, die wir gerade hatten, das heißt zum Beispiel Kaiser oder auch eben Lucian. Wenn ihr sagt, ihr steht nicht so sehr auf aggressiv, spielt lieber defensiv, dann solltet ihr Nami wählen, auch ebenfalls sehr, sehr starker Champion. Wurde etwas genervt, aber ist definitiv immer noch einer der besten Supporter im Spiel. Sie hat Möglichkeiten, etwas aggressiv zu spielen durch ihre Bubble, durch ihre Ultimate, kann aber ebenfalls den Mate sehr, sehr gut unterstützen durch zusätzliche Heals, Movement Speed und auch Slows. Und wenn ihr sagt, ja, hey Tobi, nee, ich hätte gerne was dazwischen, dann empfehle ich euch Thresh. Der Supporter, der aktuell am meisten gespielt wird in League of Legends oder fast insgesamt ein Champion, der fast am meisten gespielt wird. Dieser Champion hat alles. Ja, ist quasi wie Kaiser, wie Jax. Dieser Champion ist einfach, ne, du hast das Potenzial, offensiv zu spielen, du hast das Potenzial, defensiv zu spielen, du hast übelst viel CC, du hast sogar Shield zur Verfügung. Du hast einfach in diesem Kit so viel Play-Potenzial. Wer also richtig aufgeht und richtig Mechanics haben will und sich damit befassen möchte, der sollte auf jeden Fall Thresh wählen. Und damit, meine Freunde, sind wir am Ende des Formats angekommen, und zwar bei dem Tiltpick. Und ich weiß nicht, wie oft dieser Champion schon hier war. Einmal auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob er schon öfter da war.
Aber es ist wieder Lee Sin. Und ich weiß gar nicht, woher das kommt, dass jetzt wieder seit einigen Patches alle möglichen Leute Lee Sin spielen. Ich weiß nicht, ob er über die Worlds reingebracht wird. Ja, er hat hier den ein oder anderen Patch bekommen. Aber Leute, Lee Sin hat eine komplett horrible Winrate. Die ist richtig katastrophal und wird halt von jedem gespielt. 15% Playrate ist komplett GG. Natürlich kann man so ein bisschen sagen, hey, das ist dasselbe wie bei Akali. Und versteht mich nicht falsch. Ein übelst krasser Lee Sin, 60-65% Winrate, den habe ich richtig gerne im Team. Das Problem ist, dass der halt immer nur im gegnerischen Team ist und mich dann aus meinem Leben kickt. Im eigenen Team hast du halt diese 100 Games 44% Winrate Lee Sins oder selbst 52% Winrate Lee Sins. Und irgendwie ist der Champion halt einfach für mich komplett so ein Ticket ins Early Game. Das heißt, dominier das Early Game, dann kannst du gewinnen, aber im Solo-Queue werden immer Fehler gemacht. Du machst einen Fehler, zwei Fehler und zack, ist dein Lee Sin komplett den Rest des Games useless. Und ich weiß halt echt nicht, warum ihn jetzt wieder jeder spielt. Hört auf, Lee Sin zu spielen. Wenn ihr Elo machen wollt, spielt Graves, spielt Kha'Zix, spielt Jax. Ist super einfach. Spring auf den Gegner, schlag ihn mit dem Stab, mach plus 20 Elo. Spiel Lee Sin. Kick den Gegner aus dem Pit, er überlebt, smitet noch vorher dein Baron. Du verlierst 180 Elo und 30.000 Gehirnzellen. Das ist das Ende vom Video. Ich hoffe, es hat euch so ein bisschen Licht wieder in die ganze Meta reingebracht. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Auf Wiedersehen und tschüss.